Nach dem Putsch in Niger ist der Chef der Präsidentengarde zum neuen Staatsoberhaupt erklärt worden. General Abdurrahmane Tchiani sei nun Präsident des neu gebildeten Nationalen Rates zur Sicherung des Heimatlandes, erklärte ein Offizier am Freitag im Fernsehen des westafrikanischen Landes. Laut Militärangaben wurde die Verfassung ausgesetzt und die Regierung aufgelöst. Der neue Militärrat werde nun alle gesetzgebenden und exekutiven Befugnisse ausüben. Die Garde hatte am Mittwoch Präsident Mohamed Bazoum festgesetzt und entmachtet. Die Armee schloss sich den Putschisten an. Die deutsche Bundesregierung hat nach eigenen Angaben bisher kein klares Bild, was der Putsch für die rund 100 Bundeswehrsoldaten bedeutet, die in der nigrischen Hauptstadt Niamey stationiert sind.